Hallihallo, ihr lieben Zuschauer da draußen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Cattle and Crops Gameplay. Wir werden heute die Tiere holen und bestellen. Also wir bestellen jetzt erstmal ein paar Tiere. Ob es da einen Unterschied gibt, weiß ich leider nicht. Wir kaufen jetzt einfach mal 6 Stück. 3, 4, 5, 6. So. Dann holen wir die jetzt ab. So, also das Sehen hat es irgendwie heute nicht geklappt, irgendwie noch aufzunehmen. Also wir sind immer noch am gleichen Aufnahmetag, aber das hat irgendwie nicht geklappt. Ich habe beim Saatguthändler kein Saatgut mehr bekommen. Keine Ahnung warum. Ich habe da keine Anzeige bekommen, um das aufzufüllen. Deswegen werde ich mir jetzt fürs Sehen wohl lieber mal was überlegen müssen, wie ich das jetzt mache. So, wir müssen erstmal hier noch einen Hänger bestellen. Aber gleich hier auf der Straße. So, dann kaufen wir den Hänger. Den können wir kaufen, das ist Peanuts hier. Da steht er auch schon. So, dann fahren wir ein Stück weiter. Ich muss mal fix gucken, wo das wo. Okay. Ja, fahren wir hinten rein. Also wir haben jetzt 6 bestellt, es passen immer 6 in einen Hänger rein.
So, hier holen wir die Tiere ab. Seht ihr ja auf der Karte auch, wo das ist, ne? Da hinten stehen sie schon auf der Weide. Ihr könnt es abladen dann später. So, dann geht's auf den Weg nach Hause. Ziemlich langes Gespann hier. So, dann laden wir die hier ab.
So, dann zeige ich euch die mal noch da drin. So, die stehen jetzt hier. Und die essen jetzt halt auch. Die könnt ihr dann noch füttern und so. Ja, das war jetzt ein sehr kurzes Video. Nur habt ihr das auch mal gesehen, wie wir die Tiere geholt haben. Wir werden natürlich noch mehr Tiere holen, klar. Ich bedanke mich auf diesem Weg dann schon mal fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder im nächsten Video von Cattle and Cops. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.